Hallöchen Leute und willkommen zurück zur letzten Episode von Castlevania Aria of Sorrow. Das letzte Mal haben wir das Best Ending freigeschaltet, haben den Boss Rush mal komplett durchgezogen. Und in dieser Folge sehen wir schon unten Julius eingeben. Starte ein Spiel mit Julius. Also wollen wir das doch mal tun. Julius. Und damit starten wir das Spiel im Julius-Mode. Spielt sich im Endeffekt so wieder wie ein klassisches Castlevania, kann man sagen. Julius hat kein eigenes Hauptmenü, sondern nur ein Kartenmenü. Also kann man Julius nicht ausrüsten, wie Soma. Man kann auch keine Items benutzen, außer eben den Items, die man da oben hat. Das wären das Kreuz, das typische, das Holy Water, danke, die Axt und eine super Special Attacke, die ich jetzt nicht zeige, weil es einen Haufen Mana verschwendet. Aber die zeigen wir schon noch. Und im Endeffekt ist der Julius Mode einfach ein kleiner Bonus-Modus, kann man sagen, bei dem man einfach quasi quer durch Schloss latschen kann, wie man gerade lustig ist. Ja, im Endeffekt, wie gesagt, es ist eigentlich echt nur ein kleiner Bonus. Man muss dazu sagen, Julius hat alle möglichen Fähigkeiten, um sich eigentlich schon direkt zum Boss zu bewegen, ohne große Umwege. Allerdings macht es trotzdem Sinn, vorher, bevor man wirklich zum letzten Boss geht, ein paar normale Bosse umzuhauen. Ganz einfach, weil die diese Orbs hinterlassen und diese Orbs erhöhen unsere Angriffskraft. Dadurch machen wir einfach ein bisschen mehr Schaden. Wenn man natürlich ein gewisses Durchhaltevermögen hat, dann kann man auch mit der Standardstärke, ohne die Orbs, natürlich auch zum letzten Boss gehen. Allerdings ist es dann doch arg nervig. Wir spielen einfach mal den Julius Mode. Ich gehe dabei meine typische Speedrun-Route ab, ohne dass das jetzt ein Speedrun wird. Mal davon abgesehen, werde ich die Route wahrscheinlich eh nicht mehr auswendig können, weil ich schon seit Jahrtausenden keinen Julius Speedrun mehr gemacht habe. Aber egal. Im Endeffekt bedeutet das, dass wir 4 Bosse, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 4 Bosse umhauen. Und dann zum letzten Boss gehen. Schauen wir mal, was das wird. Ich glaube, wir wollen den Golem da unten mitnehmen. Und man sieht es auch schon, Julius ist einfach super schnell. Und er hat diese lustige Peitschen-Rumschwing-Attacke, die nicht viel macht, außer cool aussehen und ein bisschen Schaden machen. Und Geschosse abwehren. Aber man sieht schon, das ist ein minimaler Schaden, der dabei rumkommt. Ist jetzt nicht so pralle. Huch, voll abgeprallt. So. Ich überlege gerade, was für eine Taktik habe ich denn bei ihm benutzt. Ich glaube, Holy Water. Ich weiß das wirklich nicht mehr. Kann auch sein, dass ich hier... zeige ich einfach mal hier die Super Special Attack. Bam, 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 bam. Nochmal. Bam, 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 bam. Und da geht er down. Gif. Dankeschön. Als nächstes wollen wir den Kopfjäger umhauen. Würde ich mal sagen. Der ist relativ in der Nähe. Oder waren es nur 3 Bosse, die wir mitnehmen auf meiner Route? Keine Ahnung. Ich werde jedenfalls jetzt nicht alles zeigen, weil wir haben eigentlich alles schon gesehen. Nochmal müssen wir, denke ich, nicht alles sehen. Wie gesagt, man spielt das Ganze nur mit einem anderen Char. Ist so ein kleiner Bonus. Das hat man eigentlich auch schon, diese Special-Modi hat man eigentlich auch schon in jedem Castlevania ab Symphony of the Night. In Symphony of the Night selbst war es ja der Richter-Mode, den man freischalten konnte. Ist das der richtige Weg? Ich glaube ja. Ich stelle mich zwar gerade ein bisschen blöde an, aber ich glaube, das ist der richtige Weg, ja. Den Richter-Mode und in Harmony of Dissonance gab es einen besonderen Modus. Ich glaube, in Circle of the Moon auch. Und in Dawn of Sorrow gibt es diese Modi oder einen Spezialmodus. In Portrait of Ruin gibt es tausende von diesen Spezialmodi. Deshalb, das ist einfach so eine kleine Bonussache, die in so ziemlich jedem Castlevania-Game mittlerweile dabei ist. So, wir wollen ganz nach oben. Da bin ich geschickt ausgewichen, muss ich mal mich so selbst loben. So. Gegen dich will ich erstmal das Holy Water einsetzen, weil sie dann ständig zurückweicht, was sehr, sehr praktisch ist. Wenn sie dann mitspielt. Ja, macht sie. Ey, bleib da hinten. Husch!
Dann gegen den alten Sack nutzen wir die Axt. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen früh. Ja. Der Plan war gut, die Ausführung war ein bisschen daneben. Mach nur weiter deine Stromattacke, da habe ich echt nichts gegen. Ui, ui, nix da, kannst verhacken. Hihi. Und dich versuchen wir irgendwie zu erwischen. Das Ding ist schrecklich. Ui. Jawohl. Das ging doch ganz gut. Pom, 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 pom. Und ich würde sagen, damit sind wir gut genug gerüstet, dass wir zu Graham gehen können. Wo gehen wir da am besten nochmal lang? Ich glaube, darüber. Lass mich durch. Ii. Mich wundert es ja, dass ich die Route noch im Kopf habe. ich glaube, da lang. Dann da lang. Oh, das war nicht so cool. Ja, genau. Steh in der Luft, Julius. Einfach, weil er es kann. Jupp. Gegner, die normalen Gegner umbringen, bringt gar nichts, denn wir bekommen keine Erfahrungspunkte. Deshalb, ja. So, oberste Etage. Kennen wir ja schon. Da können wir einfach hoch, runter, hoch. Ja, danke, Mann. Oh, Mann, lasst mich in Ruhe. Eieiei. So, flupp. Hihi, voll verarscht. Ah, ich finde das schön, Gegner zu verarschen. Ich finde das voll cool, eine Computer-KI zu verarschen. Moment. Zunächst wollen wir da runter. Ich glaube, das war der schnellste Weg. Ja, an den Lubikans waren das, glaube ich. Ja, Fräuleins. Oh Gott, so viele. So viele. Ui, voll in die Succubus rein. Das ist perfekt. Yep. Oh ne, da ist ein Beil. War das ein Beil oder ein Buer? Das war, glaube ich, ein Beil. Wo war der Save Point? Warst du der Save Point? Ja, speichern wir nochmal kurz. Denn sicher ist sicher. Und ansonsten vor der Scheiß, wenn wir verlieren gegen die Boss. Denn der finale Boss von Julius ist nicht Soma, wie wir am Bad Ending gesehen haben. Oder Chaos, sondern einfach nur Graham. Hauen wir ihn um. Das machen wir am besten mit der Peitsche, denn wir können unser Mana sehr gut gebrauchen und der Kampf ist auch schon mal besser gelaufen. So, wir können ein paar Mal treffen, wenn wir das alles richtig timen. Oh, das war uncool. Okay. Komm schon. Schon wieder? Hör mit der Attacke auf, Mann. Ach, komm schon. Wir sehen schon, wir machen... machen echt nicht den Riesenschaden an ihm. Aber es reicht. Es wäre natürlich besser, hätten wir jetzt alle Bosse umgehauen. Aber naja, sehen wir das einfach mal als Hard Mode vom Normal Mode. Hui. Okay. Oh, nochmal. Braucht schon ein bisschen Konzentration mit Julius, muss man echt sagen. Er kann einen recht überrumpeln. Und dadurch, dass wir halt keinerlei Rüstung anlegen können, kann er schon recht flott Schaden machen. Au. Ist doch uncool, Mann. Mit dem Scheiß auf, ey. Stirb. Nee. Bäh. Okay, diesmal bin ich nicht in seine Feuerbälle rein. Ah, er ist in seiner zweiten Phase. Leider können wir hier den Safe Spot nicht nutzen. Das heißt, wir müssen so gut wie möglich einfach ausweichen. Jo. Ne? Ein Treffer und ich bin tot. Das könnte noch spannend werden. Wow. So. Ohne Schaden die dritte Phase. Das ist schon mal ganz gut. Speziell, weil er mir hier echt noch viel Schaden reindrücken kann, wenn er dann möchte. Huch. Was er jetzt auch fast getan hätte. Wäre ich nicht noch geschickt ausgewichen. So, im Endeffekt müssen wir, wie bei Soma auch, auf seine Hände gucken.
die uns im Moment ordentlich trollen wollen, so wie das aussieht. Ich arbeite hier am liebsten mit Äxten, deshalb habe ich auch das ganze Mana noch. Ist mir einfach persönlich ein bisschen lieber. Huch. Troll mich nicht, Mann. So. Stirb einfach. Sei ein braver... was auch immer und stirb. Ja. Okay. Wenn sich das Ding mal genauer anguckt, sieht das echt eklig aus, meine Herren. Fällt mir gerade mal so auf. Jetzt, wo ich wirklich total konzentriert drauf bin. Das Ding ist echt ekelerregend, meine Herren. So. Ein paar Äxte. Huch. Da wollte Julius einfach keine Axt werfen. Hätte ich so gedacht, nö. Heute werfe ich keine Axt mehr. Nicht mit mir. Ich gehe bald in Rente, lass mich in Ruhe. Komm schon. Ja. Huch, das war etwas daneben. Sagen wir es mal so. Ja, ich mach's mir, muss man echt sagen, ich mach's mir echt unnötig schwer dadurch, dass ich nur 3 Bosse vorher umgehauen habe. Normalerweise sollte man wirklich jeden Boss umhauen und dann zu Graham gehen. Das macht den ganzen Kampf dann doch ein bisschen angenehmer. Aber hey, wir hatten schon mit Chaos keine wirkliche Herausforderung. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen selbst dran schuld. Aber naja, gut. Das war Graham. Alles geht wieder den Bach runter. Und Julius steht da und guckt. Geil. Sehr gut. Damit haben wir nun wirklich das Spiel komplett abgeschlossen. Wir haben auch den Julius-Mode geschafft. Zwar mit einem Tod, aber meine Güte. Ich bin halt ein bisschen außer Übung, was den Julius-Mode angeht. Macht nix. Ist ja sonst ganz gut gelaufen. Ich glaube, dafür war es jetzt wirklich komplett No-Hit. Ich habe keinen einzigen Hit jetzt in den zweiten Kampf mir eingeheimst. Finde ich ganz gut. Und ja, das war Aria of Sorrow. Ich denke, ich habe so ziemlich alles Wichtige gezeigt im Spiel. Nächstes Castlevania-Game wird kommen. Ich möchte ja wirklich alle Hauptteile Let's Played haben. Irgendwann mal. Das war der Anfang. Ich habe es auch schon erwähnt. Dawn of Sorrow wird nicht als nächstes kommen. Sondern als nächstes werde ich mir ein anderes Castlevania suchen. Mal gucken, welches genau. Weiß ich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, wann es kommt. Müssen wir mal einfach mal gucken. Und er wird sagen, das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Projekt hat euch in seiner Gänze gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.